Hallo, na, ich hoffe, es geht dir gut. Was soll denn das? Ein Glas voller Knoblauchzehe. Tja, ab und zu mal, wenn man arbeitet, studiert oder viel um die Ohren hat, hat man keine Zeit, so eine schnelle Mahlzeit vorzubereiten. Deswegen benutze ich immer wieder Knoblauch, aber ganz anderes für meine Gerichte. Und zwar diesen Knoblauch hier, so diese Menge, kommt nicht in irgendein Essen jetzt gerade, sondern das werde ich in einem Topf mit Olivenöl vor sich hin so kochen lassen, eine Weile auf niedriger Temperatur, so dass die Knoblauchzehe weich werden. Dazu kommt ein bisschen Kräuter rein, so dass das aromatisiert wird und wunderbar schmeckt mit ein bisschen Salz natürlich. Und genau das, die weiche Knoblauchzehe und das Öl, das sich dort einsammelt, verwende ich oft für meine Gerichte. Besonders für eine, das einfacher geht es nicht. Du brauchst gute Nudeln, eine Dose Tomaten. Und wo sind meine Tomaten überhaupt? Hier, so eine Schüssel voller frischer Tomaten. Und natürlich Salz, Pfeffer, Kräuter, selbstgemachte Rosmarinsalz. Und italienische Kräuter. So alles, was du zu Hause hast, das brauchst du. Aber zuerst, das Wichtigste ist, diese Knoblauchzehen weich zu kochen. So, kommst du mit mir zu meinem Herd, dann zeige ich dir, wie ich das mache. Los! Die Knoblauchzehe, sie kommt in einem Topf. Dann fügen wir einfach Olivenöl dazu, bis die ganze Knoblauchzehe bedeckt sind mit Olivenöl. Hinterher, wie ihr seht, kommt ein paar italienische Kräuter dazu. Salbei habe ich hier und Rosmarin. Aber das kommt ganz zum Schluss. Und ihr könnt auch dann eure persönliche Nöte dazu geben. So, jetzt bedecke ich das hier mit dem Olivenöl und lasse das hier ganz lange vor sich hin kochen. Und zwar, wie gesagt, auf ganz niedrige Stufe, erst mal 4 und dann mal gucken, bis das ganz weich ist. Wenn die Knoblauchzehe anfangen, Farbe zu fangen, dann die Kräuter müssen unbedingt da rein. Langsam schütteln. Aber ganz wichtig ist, dass die Kräuter ganz, aber wirklich ganz trocken sind. Und dann machst du einfach den Herd auf. Jetzt los. Auf diese Pfanne sind 2 Löffel von unserem Olivenöl selbst mariniert. Ihr seht da, das sind die Knoblauchzehe, die sind schon ganz weich. Und ein Teelöffel, nicht Teelöffel, ein Esslöffel französische Butter. So, ein kleiner Inhalt von dieser Teller werde ich da rein tun. Hier sehen wir eine halbe rote Zwiebel, Schnittlauch, etwas scharfe, milde, scharfe Chili und ein paar Blätter von Salbei. Alles da rein. Und jetzt werden wir das ein bisschen anbraten. Dazu kommt jetzt ein Teelöffel Zucker. Ein bisschen Zucker da rein. Weiter an. Währenddessen nehme ich ein Knoblauchzehe
dass ich, wie ihr vorhin gesehen habe, naja, in Olivenöl gekocht habe. Das werde ich jetzt ein bisschen zerdrücken und das kommt gleich zu unserer Pfanne. Dann darf er nicht braun werden. Jetzt kommt dann Tomate. Passiert. Und wir lassen das ein bisschen vor sich hinkochen. Auf niedriger Temperatur ist die Soße hier. Am besten kocht schon das Wasser wieder rein. Und zu der Soße kommt jetzt frische Tomaten. Und zwar ganze Tomate und halbe Tomate. Alles da rein und gut miteinander vermischen und vor sich hin noch ein bisschen köcheln lassen. Tja, die Bude, al dente kochen bitte. Salz und Pfeffer rein. Mit dem Salz ein bisschen vorsichtig, weil das Nudelwasser ist schon gesalzt. Von daher von dem Nudelwasser einen Teller Wasser nehmen und da drauf gießen. Und schon ein bisschen hinzu. Und fertig. Sind fertig. Ein bisschen Olivenöl obendrauf und dann ein bisschen vermischen. Hier ein bisschen schütteln. Kann auch ein bisschen von der Soße da rein tun, damit das ein bisschen Farbe bekommt. Dann sieht das noch schicker aus. Genau. Und dann die Nudeln dann einrichten hier. Auf den Teller. Damit das ganz schön aussieht. Und noch ein kleines bisschen. Und dann her mit der Soße. Große Tomate, halbe Tomate und die wunderbare rote Soße. Ein bisschen oben drauf. Dann richte ich mit ein paar Basilikumblätter und vielleicht ein bisschen essbare Blumen, damit das ein bisschen schöner aussieht. Und so haben wir unsere wunderbare rote Nudel, rote Paste. Das wünsche ich dir. Ein bisschen mehr Sommer in dein Leben, auch jetzt im Herbst. Und ich werde jetzt Sommer genießen.